Hallo meine Lieben und willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. In diesem Video möchte ich mit euch zusammen einen ganz speziellen Föhn ausprobieren. Ihr kennt wahrscheinlich aus meinen vielen Videos diesen Föhn hier, den ich regulär benutze. Er hat einen Diffusoraufsatz. Ich bin mit dem wirklich sehr zufrieden, kann da jetzt nichts meckern. Aber es gibt noch einen ganz speziellen Föhn, der vor allem für lockige Haare geeignet sein soll. Und dabei handelt es sich um dieses Modell hier. Wie ihr auf den ersten Blick schon sehen könnt, ist das ein kurzer Föhn. Also es besteht wirklich nur aus diesem Teil. Es ist praktisch wie ein Diffusoraufsatz, der ein alleinstehender Föhn ist. Also man muss keinen Aufsatz drauf machen, sondern es ist nur dieses Gerät hier. Vor kurzem war dieser Föhn durch den Amazon Prime Day im Angebot. Er kostet normalerweise ein bisschen was über 40 Euro und ich habe ihn für 30 gekriegt und habe gedacht, jetzt schlage ich zu, jetzt probiere ich ihn aus und schaue, was er wirklich kann. Dazu kam hier dieser Karton, auf dem viele Versprechen draufstehen, dass dieser Föhn ganz speziell für lockige Haare ist, sie total boosten soll, also sie noch lockiger machen soll, voluminös machen soll, dass dieser Föhn ganz speziell für diesen Haartyp ist und sowas wie das Nonplusultra sein soll. Auch die Bewertungen, die man auf Amazon sehen konnte, waren durchweg positiv, bis auf ein paar negative, die geschrieben haben. Der Föhn ist definitiv zu heiß, auch in der kältesten Föhnstufe. Oder dass hinten an dem Föhn sich die Haare einsaugen können und das ist nicht so gut. Denn wie ihr hier an dem Föhn sehen könnt, hat er hier hinten das Gitter, wo er die Luft ansaugt und da sollten möglichst keine Haare reinkommen, was halt einfach bei so einem kurzen Föhn eher passiert als bei dem längeren Modell. Ansonsten habe ich auch Bewertungen gelesen, in denen es hieß, die Haare trocknen schneller als sonst. Andere haben geschrieben, die Wattanzahl von dem Föhn ist niedriger als bei einem gängigen und sie trocknen nicht schneller, sondern genauso schnell wie mit einem regulären Föhn. Also man ist sich nicht ganz einig, aber durchweg ist eigentlich die Meinung über diesen Föhn relativ positiv. 40 Euro ist, finde ich, ein ganz schön starker Preis für einen Föhn. Ich glaube, für meinen jetzt habe ich, also den ich regulär benutze, den weißen von eben knapp 25 Euro bezahlt und bin damit eigentlich bisher gut gefahren in den letzten, jetzt fast schon 2 Jahren, in denen ich die Curly Girl Routine mache. Aber ich bin immer offen für etwas Neues und deswegen testen wir den jetzt einmal zusammen. Ich werde meine Haare jetzt ganz regulär waschen mit Shampoo, Conditioner, etwas Leave-In reingeben und vielleicht auch einfach mal gucken, was der Föhn kann, ohne dass ich ein Gel oder irgendwas zum Haare festigen und definieren benutze. Und dann schauen wir gemeinsam mal, ist der Föhn zu heiß? Brauche ich länger zum Haare föhnen als regulär? Saugt er hinten die Haare ein oder hat er sonstige Defekte, die ich noch feststelle? Oder ist es ein ganz solider Föhn, der vielleicht ein bisschen zu teuer ist? Wir schauen uns jetzt aber zuerst noch meine Haare im aktuellen Stand an. Es ist jetzt Tag 2 nach dem Waschen. Ich versuche gerade ein bisschen auf Glycerine zu verzichten und diese Feuchtigkeitshalter in Produkten, da das wohl in diesen feuchten Wintermonaten, so wie es jetzt draußen ist vom Wetter, dazu führen kann, dass die Haare mehr Frizz haben, mehr so aufbauschen, sobald man rausgeht. Und dazu kommt natürlich noch ein Video und ihr erfahrt, welche Produkte sich dafür eignen. Einmal in der hochpreisigeren Kategorie und auch, ob man da tatsächlich was in der Drogerie finden kann. Aber bisher eben ein unkomplizierter Waschtag jetzt vorgestern gewesen und meine Haare sehen eigentlich noch ganz solide aus für Tag 2. Das Volumen ist mittlerweile ein bisschen weg, aber es ist noch im Rahmen. Aber ich merke auf jeden Fall schon, dass der Verzicht oder das bewusstere Wahrnehmen, weniger glycerinhaltige Produkte zu benutzen, schon mal was am Frizz gemacht hat. Ich habe definitiv weniger. Aber das erstmal zu meinem Jetzt-Zustand meiner Haare und wir gucken mal, was der Föhn so kann. Dann wasche ich mir jetzt einmal zuallererst die Haare. Tada! Da sind wir wieder. Ich habe meine Haare jetzt frisch gewaschen, jetzt eine Viertelstunde geploppt und das reicht für mich als Ausgangsbasis, um sie jetzt danach föhnen zu können. Normalerweise brauche ich beim Föhnen mit meinem Standardföhn, bis die Haare wirklich komplett trocken sind, 25 Minuten, wenn es gut läuft. Hoffentlich schafft der Föhn eine kürzere Zeit, denn dann hält er auch, was er verspricht. Und wir gucken mal, ob er jetzt tatsächlich zu heiß ist, weil das wäre ja echt nicht gut für die Pflege der Haare, denn man soll ja eigentlich auf Hitze weitestgehend verzichten. Natürlich werden die Haare schneller trocken, aber ja, ihr tut euren Haaren damit keinen riesigen Gefallen, wenn der Föhn zu heiß ist. Wir werden sehen. Ganz wichtig beim Föhnen, den Föhn nicht so halten, denn hier hinten saugt er die Luft an, sondern
So, dieses Modell ist ganz speziell dafür gedacht, dass ihr die Haare immer reinlegt, an den Kopf drücken könnt, um schöne, definierte Locken und Wellen zu bekommen. Sorry fürs Hintergrundgeräusch, das ist die Lüftung im Badezimmer. Ich wollte euch nur noch zeigen, ich stelle den Föhn jetzt hier, Fokus, nur auf die erste Stufe. Die zweite soll wohl echt heiß sein und das dürfte schon ausreichen. Ich zeige euch mal den Föhn von der Geräuschkulisse. Im Gegensatz zu einem anderen Föhn leiser auf jeden Fall. Und auch die Luft, die hier rauskommt, strömt nicht so stark raus wie bei einem Föhn. Ich zeige euch mal den Unterschied. Wenn ich den Föhn jetzt an meine Haare halte, fliegen sie nicht. Dann fliegen sie nicht in alle Richtungen. Ich zeige es euch jetzt mit meinem eigentlichen Föhn, der natürlich auch wesentlich lauter ist. Wenn ich den an meine Haare halte, der bläst einfach wesentlich stärker und dadurch fliegen die Haare auch mehr herum. Und ich denke, bei einem Föhn, der weniger diese Windkraft hat, ist das besser für das Endergebnis. Das war jetzt circa eine Viertelstunde Haare föhnen. Ich werde es jetzt noch ein bisschen auflockern, ein bisschen in Form bringen und wir gucken uns gemeinsam das Endergebnis an. Da wären wir also. Meine Haare sind jetzt trocken, so wie ich sie sonst auch trocken föhne. Ich lasse sie mal so ganz leicht feucht, weil ich das gern mag, wenn diese restlichen 3% Feuchtigkeit so raustrocknen können und ich die nicht so komplett trocken föhne. Was ich auf jeden Fall während dem Föhn gemerkt habe, der Föhn wird heiß. Und zwar, der Föhnkopf hier wird super heiß, also bis ungefähr hier zum Stück. Ihr könnt fast schon die Abgrenzung sehen, hier wo das Matte aufhört. Hier bleibt es relativ kühl, also beim Föhn muss man wirklich aufpassen, hier hinten zu greifen. Und generell, selbst die kälteste Stufe hier ist annähernd so heiß wie die heißeste Stufe auf meinem regulären Föhn. Ich will gar nicht wissen, wie die Stufe 2 ist. Das kann unter Umständen dauerhaft nicht so gut für die Haare sein, da es einfach viel zu viel Hitze auf einen Schlag ist. Natürlich trocknen die Haare dadurch schneller beim Föhnen. Ich habe jetzt knapp eine Viertelstunde geföhnt, normalerweise wie gesagt 25 Minuten für dieses Ergebnis. Das ist schon einiges an Zeitersparnis. Ansonsten Haare hinten eingesaugt ist bei mir jetzt nicht passiert. Der ist sehr gut zu halten. Es ist wesentlich komfortabler als mit dem großen Föhn. Ob das jetzt wesentlich leichter das Gerät ist als dieser Föhn jetzt in dem Fall oder ein regulärer Föhn, ich würde sagen minimal. Also der Föhn hier ist einfach auch sehr viel klobiger und größer und dieser ist einfach wesentlich handlicher und ich würde sagen vielleicht minimal leichter, wenn nicht sogar eher genauso schwer oder genauso leicht wie mein regulärer Föhn. Ja, und damit kommen wir auch jetzt zu dem Ergebnis meiner Haare. Schauen uns das mal gemeinsam an. Wie ihr wahrscheinlich sehen könnt, habe ich Frizz. Also wenn der Föhn jetzt verspricht, frizzfrei zu föhnen, ich glaube, das stand irgendwo, nicht unbedingt. Das kann auch durch diese krasse Hitze einfach kommen, dass sich meine Oberhaarschicht dann so mehr kringelt und kräuselt und die mögen das einfach nicht so gerne. Aber nichtsdestotrotz habe ich ein schönes Ergebnis. Also es macht die Haare sehr voluminös, der Föhn ist einfach von der Form her optimal für das Föhnen mit Diffusor. Und wie ich es euch am Anfang eben gezeigt habe, ist einfach, er verströmt die Luft wesentlich weicher und zarter und dadurch zerstruppelt es nicht so arg, die einzelnen Lockenpartien oder Wellenpartien und bricht nicht so diese Definition und die einzelnen Bündelungen auf. Ich finde den Föhn an sich gut, wenn ich jetzt Sterne vergeben würde und 5 Sterne wäre, der ist Nonplusultra, lohnt sich für den Preis, würde ich sagen 4. Er kostet nach wie vor 40 Euro, das ist schon echt eine große Investition. Ihr habt diesen einen Aufsatz. Dazu kommt, dass bei diesem Aufsatz eben diese, ich weiß nicht, wie ich sie nennen soll, diese Stifte hier, wenn ihr die Haare föhnt, direkt auf der Kopfhaut liegen. Also ihr könnt auch keinen Abstand zur Kopfhaut gewinnen, es ist schon echt heiß, der Föhn. In den Bewertungen haben manche geschrieben, extrem heiß, manche haben geschrieben, er könnte noch heißer sein.
Verglichen zu einem normalen Föhn, meinem regulären Föhn, wo ich die Stufe auf die niedrigste stelle, um schonen föhnen zu können, ist der wirklich sehr warm. Heiß nicht, aber sehr warm. Es war für mich aushaltbar, ich habe eine relativ empfindliche Kopfhaut. Ich glaube, das ist Geschmackssache, aber es lässt sich nicht darüber streiten, dass diese Hitze vielleicht nicht das Beste ist, um der Curly Girl Methode gerecht zu werden, die eher auf Hitze verzichten möchte. Nichtsdestotrotz wirklich ein schönes definiertes Ergebnis, es gefällt mir sehr gut, ich habe eine kürzere Föhnzeit, ich habe ein handlicheres Gerät. Ja, wäre also meine Bewertung auf jeden Fall 4 von 5 Sternen, die Abzüge eben wegen der Hitze und wegen dem Preis, der einfach echt enorm ist dafür, dass ihr im Prinzip nicht mal einen ganzheitlichen Föhn habt, sondern nur einen Föhn, der für Wellen und Locken gedacht ist. Das ist dann also mein Fazit zu diesem speziellen Diffusorföhn. Wenn ihr noch Interesse an weiteren Videos habt, könnt ihr hier noch mal eins sehen von meiner relativ alten Curly Girl Routine und dem Föhnen. Das Video ist etwas älter, aber ich föhne immer noch so und kriege da ein schönes Ergebnis. Oder hier noch ein weiteres Video, das euch vielleicht auch interessieren könnte. Dann bedanke ich mich dafür, dass ihr wieder bei mir wart. Hoffe, dass ihr beim nächsten Mal auch bei mir seid. Abonniert doch bitte meinen Kanal. Gebt dem Video einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat und aktiviert natürlich die Glocke, denn es kann passieren, dass ihr sonst einen Upload meines Videos verpassen könntet. Dann bis ganz bald!